Christoph Schwarz, Sie organisieren den Ironman jetzt schon wie lange? Ironman findet heuer das 7. Mal statt. Wir haben 2003 begonnen mit einem Bewerb über die olympische Distanz und seit 2007 haben wir eben die Möglichkeit, den Ironman zu organisieren. Und es ist eine Riesenherausforderung für uns, macht aber jedes Jahr sehr viel Spaß. Was ist denn dabei die größte Herausforderung in der Organisation und im Aufbau grundsätzlich? Die größte Herausforderung ist, dass Ironman aus drei Bewerben besteht. Das heißt, wir müssen einen Schwimmbewerb organisieren, wir haben dann ein Radrennen über 90 Kilometer, die Strecke muss komplett vom Verkehr gesperrt sein, das heißt alleine auf der Radstrecke sind 600 Helfer im Einsatz, die versuchen halt alle Straßen, alle Einfahrten und so weiter zu sichern, dass den Athleten ein tolles Rennen geboten werden kann und alle wieder gesund nach Hause kommen. Und dann haben wir noch ein Marathonrennen auch im Anschluss und wenn man das überlegt mit den ganzen Labestationen, wir haben 7 Labestationen insgesamt, wo jeweils zwischen 60 und 80 Personen im Einsatz sind. Und das alles logistisch dann umzusetzen, das ist eigentlich unsere größte Herausforderung, dass er dann bei jeder Labestation genügend Cola da ist, genügend Bananen da sind, dass auch die letzten Athleten dann noch das volle Menü genießen können. Mit wie vielen Teilnehmern wird man heuer rechnen können? Wir rechnen heuer mit 15% Steigerung, das heißt, wir werden so zwischen 2400 und 2500 Starter erwarten. Haben Sie sich vorgestellt, zu Beginn Ihrer Karriere als Ironman sozusagen, dass das so erfolgreich wird, diese Veranstaltung? Kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen. Wir hätten es uns auch nicht vorstellen können, es zu organisieren. Wir waren im ersten Jahr mit 550 Startern eigentlich an unseren Kapazitätsgrenzen. Wir haben nicht geglaubt, dass man so ein großes Rennen in Frankfurt jemals organisieren kann. Aber ich muss sagen, es gibt dann sehr viele freiwillige Helfer, aus denen sich dann Teamleiterfunktionen herauskristallisieren. Wir haben mittlerweile 40 Teamleiter, die dann wiederum ihre Helfer koordinieren und organisieren, weil das würde jetzt nicht mehr funktionieren, 1500 Freiwillige, dass uns die dann jeder die Frage stellen soll, da brauchen wir wieder Hauptverantwortliche dafür, die das dann weitergeben, die Informationen. Und großes Dankeschön an dieser Stelle und wie gesagt, und damit ist es möglich geworden, dass wir ein schönes Wachstum haben. Aus wie vielen Nationen werden die Teilnehmer sich rekrutieren? Ironman ist eine große Familie, wo immer sehr viele internationale Starter kommen, Gott sei Dank. Und wir haben heuer derzeit mit heutigen Start 48 Nationen am Start. Und vielleicht schaffen wir wieder die 50er-Grenze, das wäre natürlich eine tolle Sache. Wenn man so einen Ironman organisiert, mit wie viel Kostenaufwand muss man ungefähr rechnen? Ungefähr? Man kann von Gesamtkosten pro Jahr von rund 1 Million Euro rechnen. Ja, das ist ein Riesenbudget. Das dank der Sponsoren und auch der Starter. Die Starter haben auch einen wichtigen Beitrag zu leisten. Also wir haben das immer so, ein Drittel der Kosten kommt über die öffentliche Hand, ein Drittel der Kosten kommt von den Athleten und ein Drittel der Kosten von Sponsoren. Und das ist ein guter Mix. Und es bleibt dann auch wieder sehr viel in der Region zurück. Also wir haben da mal mit dem Land Niederösterreich gemeinsam eine Studie erarbeitet, mit der Donau-Uni, und da ist rausgekommen, dass in etwa 3 Millionen Euro wieder investiert werden pro Jahr in die Region. Also ist es, glaube ich, eine sehr sinnvolle Investition. Und für die, die es nicht wissen, wovon leben Sie? Ich bin bei der Stadt St. Pölten beschäftigt, darf dort die Wirtschaftsservicestelle EcoPoint leiten und bin da im Bereich Betriebsansiedlung zuständig und habe im Nebenbei die Firma Bestzeit und mit der kann ich den Ironman organisieren. Das heißt, das ist eigentlich ein liebgewonnenes Hobby? Ein liebgewonnenes Hobby, ja. Ich habe begonnen bei der Stadt St. Pölten im Bereich der Präsidialabteilung und war dort schon für die Sportveranstaltungen auch verantwortlich. Ich habe da dann hineinschnuppern dürfen bei Großveranstaltungen wie dem Tennisturnier und da hat sich dann irgendwann die Liebe zu diesen Events immer mehr entwickelt. Aber doch irgendwann muss ich selber sowas machen und jetzt ist es soweit und macht sehr viel Spaß. Und wie viele dieser Bewerbe liefen Sie oder laufen Sie mit? Ja, ich habe mittlerweile einen gemacht in Wiesbaden und ich bin nebenbei noch Schwimmtrainer, betreue da sehr viele Kinder bei uns im Schwimmverein St. Pölten. Das fordert einen auch ganz schön und so bin ich froh, dass ich, wenn ich einmal im Jahr einen so einen Wettkampf machen kann, bin ich schon zufrieden. Danke. Ja.